Marlies, was ist denn? 20 Cent pro Windel, ist das billig? Ja, ich glaube jetzt halt 23 oder 24. Aber was ist das, Pampers? Schreibt der Patrick. Pampers, Größe 4. Wo hat er die her? Aber was ist diese Babymilch-Kacke-Windel? Was meinst du denn, Babymilchkacke-Windel? Die haben innen so ein Netz. Das sind für die Neugeborenen, solange die gestillt werden. Später haben sie drin kein Netz mehr. Ach so. Ja, das weiß ich doch nicht, keine Ahnung. Deswegen wurde ja gefragt, was du brauchst. Ah! Pampers Pure Protection. Pampers Pure Protection. Ich denke aber Größe 4 würde ihr auch passen. Also das spielt ja da keine Rolle. Größe 3 ist von Größe 4 bis 10 Kilo. Genau, sie hat ja schon 6,5. Boah. Also Größe 3 eigentlich. Ja, aber das geht ja manchmal nicht ums Gewicht, sondern auch um die Anatomie. Das sind die super empfindlich. Die kosten 180 Stück. 60 Euro. Knapp. Ich habe jetzt auch irgendwie so 60 Euro Pakete gekauft. Hast du auch 180 Stück gehört? Ich habe da 180 drin waren. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was wie viel da drin waren. Wie auch immer. Auf alle Fälle. Jetzt haben wir auf alle Fälle mal ganz genau. Recher auch. Ist ja auch okay. Jetzt Recher auch. Ich will jetzt nicht Windeln shoppen. Mann, ich wollte einfach nur. Ach, ist ja auch egal. Also, bis gleich. Morgen. Hast du gehört, dass Gandhi gesagt hat, bitte nicht, sonst schreit sie dir wieder ins Ohr. Ja. So ganz glücklich. Nein, was denn? Ja, happy. Bergmann ist sauber. Ja, die passt sich gut ein hier. Mama, Bergmann ist sauber. Jetzt ist so. Frau Bergmann wird geputzt. Ja, sie kriegt eine Gesichtsmaske gerade. Okay. Ja, ist halt nicht so. Hallo Frau Bergmann, wie geht's Ihnen heute? Hallo, es geht mir heute toll. Und du so? Es geht mir heute mit meiner Mama Schwimmbad. Ach so. Nein, wir gehen nicht ins Schwimmbad. Mama. Schön unwichtig. Doch, Mama. Mama, das ist gut. Jetzt bin ich so lang. Sie entdeckt gerade ihre Hand. Ja, und Tommy ist im Laden und geht auch gleich schon wieder rund hier. Gestern Abend kamen noch zwei Aufträge rein. Und zwar ein verunfalltes Hinterrad. Das ist total verbogen. Das muss ich einfach ersetzen. Dazu muss ich hier bei dem Rad die Achse ausbauen und diesen Zahnkranz abmachen. Also aber den Zahnkranz brauchen wir doch noch nicht. Egal. So. Fakt ist, hier ist das neue Hinterrad und hier muss die Achse auch gekürzt werden. Hier muss der Spacer muss raus und darüber gesetzt werden und der Breite muss komplett weg hier drüben. Das mache ich jetzt als erstes.
Hallo? Ich habe mal eine Frage. Und ja. Zwar habe ich zwei Kinderfahrräder. Ja. Nagelneu im Karton. Aber ich bräuchte jemanden, der mir die aufbaut. Aber ich weiß nicht, ob sie. Boah, nee, das machen wir nicht. Nicht? Nee. Leider. Weißt du vielleicht jemanden? Oder kennst du jemanden? Vielleicht Froschrad oder so? Ja, die machen um 10 auf. Und ich dachte, ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie welche Aufträge haben. Aber ich wollte die eigentlich bis um 4 ungefähr fertig haben. Wegen den Kiddies. Hm. Ist das eigentlich schwer? Ich muss Ihnen sagen, ich habe kein Werkzeug, ja schon mal eins. Ja. Und ich habe die Kraft, dich als ein Mann, die richtig zu drehen. Na, dann geh doch mal in der Regenbogenfabrik vorbei, weil die, da kannst du das selber machen, mit Anleitung und deren Werkzeug. Alles klar. Okay, trotzdem danke dir. Ja, bitte, bitte. Jo, schönes Wochenende, ne? Gleichfalls, dir auch. Danke. Na, neue Kinderräder entmontieren. Niemals. Weiß ich schon, was das ist. Importräder oder ganz billige. Ah, kein Bock drauf, das mag ich nicht. Aber mal ab. Sauber habe ich ihn auch schon gemacht. Ein bisschen. Jetzt muss er hier wieder ran. Die kotzt nur noch, die Kleine. Ist ja nervig. Und jetzt willst du eine Impfung machen, ne? Auch noch. Aber sie braucht das ja auch. Geht ja auch nicht einher als ohne Impfung. Ist ja auch wichtig. Ja, aber wir müssen schon wissen, dass sie Antibiotika natürlich. Ja, ja klar, das habe ich auch angehört. Ich weiß ja gar nicht. Bestimmt heute noch ein Assistenzarzt. Sieht sehr unglücklich aus. Ja. Hey Bibi, komm her. Ja. Mal hören. Ja, ich komme. Ich schwimme mit dem. Ich schwimme mit den Beinen. Hey, hallo. Muss du bitte? Mhm. Willst du schlafen? Ja, na komm, mach. Dann ist das hinter dir. Jo, naja, gut, okay, den Quatsch haben wir jetzt repariert. So was repariere ich eigentlich nicht so gerne, weil es ist nicht repariert eigentlich, es ist einfach nur so dahin gerotzt. Weil das ist ja kein vernünftiger Single-Speed-Aufbau oder sowas. Vernünftig gemacht sieht anders aus. Also ich habe das Beste gemacht, was ich machen konnte da bei dem Rad oder sollte, aber vernünftig wäre halt Single-Speed-Ritzel, denn die Narbe noch umspeichen, sodass sie drüber rutscht, wenn er richtig mittig setzen. Aber ich weiß ja nicht, vielleicht will er eine Schaltung wieder einbauen, weil die Hebel hat er auch noch dran. Jo! Boah, Lucy, die ist da! Ist aber echt hier. Ja, jetzt sind die Bomber. Ich wurde empfohlen, Kette spannen, Bremse, Vorderrad einstellen,
am Bremszug-Hinterrad erneuern. Dafür würde ich empfehlen. Guten Tag. Hi. Hallo. Ich hätte mal eine Frage. Ja, bitte. Das Licht an meinem Fahrrad geht nicht und ich kann den Fehler nicht finden. Jo. Hätten Sie Zeit und Lust, sich das mal anzuschauen? Wenn es nicht so offensichtlich ist, dann muss es da bleiben. Ja. Kann es gerne. Ich fuhr ums Eck. So, müssen wir das mal eruieren. Also ich bin nicht so die Fachfrau, aber ich habe alle Kabel. Ja. Ich habe geguckt, ob die überall drin stecken, ja. Und habe den Fehler nicht gefunden. Warte, und Glühbirnen noch drin oder schon LED? Nee, ich glaube, okay. Gute Frage. Mal gucken. Weiß ich nicht. Aber nicht Glühbirne, das kann LED sein. Ich hatte vor 2 Jahren einen Fahrradunfall und danach wurde das repariert. Und das Licht erneuert. Nehmen wir an, das ist LED. Das ist schlecht. Ja, geht überhaupt nicht. Also der Bremszug, der zieht sich wie ein Kaugummi. So. Erstens liegt es natürlich an der Bremse, an dem Bremshebel hier, der aus Kunststoff ist hier oben. Ne? Und wenn man da dran zieht, dann, wie scheiße. Dann liegt es natürlich an jeder Verbindung, die so wie hier gebrochen ist. Ja, aber er möchte das hier vorne nicht gewechselt haben. Er möchte hier einen Minimalservice. Geht aber nicht. Also ich muss jetzt zumindest... Und dann ist hier noch ein Power Adjuster drin. Also ich verstehe das Leute nicht. Die wollen eine harte Bremse haben, aber hauen sich einen Power Adjuster drin. Oder wissen überhaupt nicht, was das ist. Das kann natürlich auch sein, dass es einfach drin war und das war. Aber das ist... Naja, ich hasse Power Adjuster. Ich hasse alles, was diese Bremse hier, das hier flexibler macht. Hasse ich. Ich werde den alten Zug jetzt nehmen. Zieht das einmal raus. Kürzt das hier ab, weil es kaputt ist. Da oben ist kaputt. Ja? Schon ganz rostig. Total nervig, dass man das einfach... Nein. Neu, aber ich kenne den nicht. Ich schenke dem nichts sozusagen. Außer jetzt hier, die Bremse muss funktionieren. So, neue Kappe ruf, kommt der Zug hier wieder rein, da. Wird hier oben mal festgeschraubt auch, ist ja auch alles locker, ist ja auch hier, wenn man das so locker lasse, Kacke. Kunststoffbremshebel, hier verboten. Hat Hunger. Der gute Allhunger Power Adjuster. Power Booster. Die meisten Bremsen brauchen Power Booster anstatt Power Reducer.
So, Bremse vorne haben wir, jetzt Bremse hinten. Welches Theater? Die hat so einen langen Weg. Wo soll da noch weit ankommen? Schaut mal, Silber wäre gut, Schwarz ist nicht gut. Bei Zügen, die nach unten verlaufen, also sprich, das Wasser von oben reinlaufen kann. Ja, also hier vorne, da kann man ja immer noch ein bisschen pflegen, aber hier hinten denkt immer keiner dran. Ja, da sollte immer so ein kleiner Fettpups oben drauf sein. Da ist es empfehlenswert, dass sie im Frühjahr oder eben wenigstens alle 2 Jahre, also einmal im Jahr oder wenigstens alle 2 Jahre getauscht werden. Oder zumindest mal rausgezogen und neuer Innenzug reingezogen wird. Weil es ist einfach wichtig, dass dieses Wasser, was sich hier unten drin sammelt, hier unten sammelt sich ja Wasser drin, hier oben läuft es rein, das passiert halt. Das Wasser, was sich hier unten drin sammelt, muss einfach mal raus. Ja. Und dazu kann man, also ich würde immer, wenn ich den einmal ausbaue, würde ich immer gleich einen neuen nehmen. Ein neues Stück Zughülle, das kostet 2-3 Euro. Ja. Und dann hast du für 2 Euro plus nochmal einen Zug für 2 Euro, für 4 Euro oder 5 Euro hast du deine Sicherheit garantiert. Und das kann man auch einmal im Jahr investieren, das ist ja nicht viel. Das ist eine Kleinigkeit, die für eure Sicherheit wichtig ist. Tauscht diesen Zug, Innenzug, Außenhülle, einmal mehr. Ja. Und bei dir so? Oh, bei mir so. Das ist nicht so gesprächig gerade, oder? Wieso? Und dann ist ihm 10 Meter später ein Spruch eingefallen, den er sagen kann. Oh Mist, Alter, der hat wahrscheinlich gerade gebootet. In seinem, echt überlebt. Sein Bootsektor. Oh, heute drehst du sie andersrum. Ja. Ey, Scheiße. Möp, 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 Gespräch beendet. Oh Mann, ist, ey, es ist doch ein Graus. Hat echt gerattert. Ey, voll noch so dieser alten, so ein Zuse-Computer, so. dieses Uhrwerk im Kopf, genau. Eingestaut. Klack, 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 klack. Mit Lochstreifenapparatur. Nicht mal DOS. Nee, so Lochstreifenprogrammierung. Ja, du guckst da erstmal seine Karteikasten an, neben dem Fenster. Oh ja, ah, Marlies läuft vorbei. Dafür haben wir hier ein Loch, Streifenscheiß, nur ein. Mit der unten ein. Nee, er hat schon 2 Sachen drauf, wie. Oh, war bestimmt wieder teuer. Oder, nee, war 3 dann. Hast du viel Geld ausgegeben? Musst du einkaufen? Und was ist das Baby heute andersrum? Also heute war Premiere für, hast du das Baby andersrum? Aha, er hat noch mehr. Boah, geil. Voll wieder 3 Gabriel, ja. 3 Bit wieder mehr abgespeichert. Nicht falsch. Ey, du kommst schon auf 10 Bit. 10 Bit Programmierung. Byte. Nicht Bit. Oh. Das war die Finger. Ich habe, während ich gewartet habe, die E-Mail nochmal abgeschickt für. Ah, okay, und? Diesmal scheint's. Das stand beim letzten Mal nämlich auch nicht da. Wurde gesendet oder wird gesendet oder so. Hallo! Das stand diesmal nämlich da. Fantastisch. Oh, du Knüllekeks. Was hast du heute für eine Impfung bekommen? Rotaviren. Rotaviren. Och Mensch, Roter. Rothaarviren. So. Gut. Ja, Marlies, mein Paket ist angekommen, ja? Müller Fahrrad, sag ich. Bin ich spannend. Ha! Speicherkarte. Schon wieder.
Mensch, geh noch was. So viel kann ich mir noch nicht leisten. Die Speicherkarten. For faster uploading and performance. Wow. Was hat denn mit drin? Disk Extreme, natürlich. Ist doch immer. Und Harald wieder. Ich bin ja echt ein Packesel. Geile Lampe. Aber ehrlich, wie viel ist da Lampe daheim? Wieder gefunden auf der Straße oder was? Aha. Nee. Nee, wirklich nichts. Eigentlich einer hat einen Namen, kann ich richtig hoch ausfahren, weißt du. 1150 Euro kosten die neue. Kann ich mir nicht vorstellen. Na, bei Lampen kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich habe jetzt schon wieder eine andere neue bekommen, die ist innen vergoldet. Du, aber der Beutel ist kaputt, wisst ihr? Der reißt unten auseinander. Danke, dass du das sagst, weil ich habe schon. Angeschiedene Tommy, würde ich mir nochmal ein Spiel mit mir eingehen wollen. Was für ein Ding? So ein Spiel wie letztes Mal. So ein Spiel wie letztes Mal? 200 Euro. Ja oder nein? Ja, können wir machen. Aber ich gehe erstmal in den Laden, tu dich frisch machen, sie dir rüberschieben und dann muss ich sowieso auf die Post nochmal. Okay? Okay. Mit PayPal. Ja, dann musst du mir dann nur sagen, was du brauchst. Fang auf. Können wir da anfangen? Überlegen. Oder sag mal, der Obolus sagt mir dazu. Wie viel hast du denn noch? Also, sicher. Tommy. Alles klar, bis nachher. Bis dann. Ja, bin ich dann doch nicht gelandet. Ja, du machst mir da Bescheid. Ja. Ich geh erstmal rüber. Aber eine schöne Lampe habe ich wieder bekommen, die zwar nicht so teil wie die, aber von innen vergoldet. Alter, ja, ist ja nicht meins. Ha? Von innen vergoldet ist ja nicht meins. Ne? Ja. Bis nachher, ciao. Hier habe ich eine Busch und Müller IQ Tech Lampe, die habe ich mal vor 2 Jahren oder so was, ist dem Kunden abgefallen, abgebrochen. Die habe ich jetzt mal wieder rausgekramt und die war abgebrochen beim Unfall eben. Und jetzt habe ich das hier sauber abgesägt und schau mal, ob ich hier was basteln kann, damit die wieder brauchbar ist. Einfach mal schauen. Ich meine, die Lampe hat damals, als sie rauskam, vor 3, 4, 5 Jahren, ich weiß ja nicht mehr, hat die nur 80 Mark gekostet. Euro, natürlich. Euro. So alt bist du doch noch gar nicht, dass du von D-Mark redest. Ja, doch. Passt schon alles. So, das sieht schon mal sehr geil aus. Ich habe hier nämlich so einen Halter von einer, da müsste ich jetzt lügen, was für eine Lampe das ist. Ah, was war denn das für eine? Das war so eine ganz spezielle von AXA, glaube ich. Und schaut mal, wie geil das hier passt. Die Kabelführung ist ein Langloch hier oben drin. Kabelführung passt. Man kann die richtig verschrauben, weil hier ist ja eine Schraube drin. Bei der Busch und Müller. Die Schraube habe ich noch nie rausgedreht. Ich weiß gar nicht, wofür die ist. Das werden wir jetzt gleich mal testen. Schauen wir uns das mal an. Na, weil das wäre nämlich tippitoppi, dann kann man die nämlich nutzen. Natürlich ist diese Schraube nicht lang genug. Moment mal, die ist nicht lang genug. Die Schraube? Ich habe doch keine längere als diese Schraube. Na, ich schau mal nach. Zack.
Zack. Tja, also, wie gesagt, der Halter sitzt. Jetzt muss ich da nur noch ranbauen. Jo, was sagt er dazu? Hat ein neues Leben bekommen. Stabiler als vorher, weil jetzt hängt sie nicht hier unten dran einfach und kann abbrechen, sondern sie hängt hier oben drin dran. Also da muss man schon richtig brechen. Da muss man schon richtig Kraft finden für. Also. Und wie gesagt, so eine geile Lampe. Ich meine, warum nicht, ja? Kann auch da anmachen. Jo, die hat mit eh mal einen Geist auf jeden. Schaue ich mir trotzdem an, was das mit der auf sich hat, ob da was zu retten ist. Das ist ein wunderschönes Modell von K&B City LED. Jo, machen wir jetzt erstmal wieder Pause. Das war, das. Hallo! Sind früh wieder da, oder? Das stimmt! Wer war die Erden? Papa! Ich habe meinen Schülerausweis bekommen! Yay! Du bist jetzt eine offizielle Schülerin! Ist das Leon? Das ist Leon! Papa! 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 Mhm. Papa! Ich hab kein Geld für das. Nein, nicht Geld. Ich kann nur was. Das Einzige, wo wir runterkommen, ist immer Geld, Geld, Geld. Ja, danke. Ah, ja. Das ist schon. Ja, Z habe ich ja auch gekauft, ne? Kommerzbank, wie ist der Z vor? Der Z. Für Kommerzbank. Liegt doch da. Ich habe ein Z gekauft. Über die Sesamstraße. Siehst du das? Ach so, ja, das Gelbe. Das Gelbe Z. Das ist das von der Commerzbank? Das Z von der Commerzbank. Ich bin jetzt Anteilhaber. Ja, Teilhaber. Ja, Aktionär. Aber das haben wir ja nur. Ja, nicht mehr. Die Commerzbank stand erst in der Zeitung, bauen 400. Filialen ab. Das der Anfang vom Ende war. Das müssen wir mal schlau machen. Dresdnerbahn, weil die es nicht mehr gibt. Lütze! Bei Fahrrädern eigentlich und gerade Rockshocks und so einchecken lassen. Ja, bitte, komm einfach durch. Was dann machen. So warum? Weil es erstens gar nicht so viel kostet und du hast danach eine komplett auf dich voll eingestellt. 80 Euro halt. Also, wieder gar nicht, das ist eigentlich nicht so. 90 aber. Euro. 90 Euro mit hinten. Mit Dämpfer? Also ich krieg Rabatt. Was ist das? Komplette Fahrwerk? Komplett Fahrwerk krieg ich für 90 Euro. Ja, du, okay, aber 80 Euro kostet eine Gabel eigentlich. Ja, Gabel und genau. Und dann nochmal vielleicht 50 Euro Dämpfer oder so. Aber dann ist er halt auch, du gibst halt deine Maße mit an, du gibst dein Körpergewicht, Körpergröße und dann wird es komplett auf dich eingestellt. Und was du, wie du fährst. Ist ja ein Benzinstoff. Wird es komplett revidiert, vorne, hinten und auf dich eingestellt. Einfach so ungefähr 10 mm Durchmesser. Ist das jetzt unverschämt zu fragen, ob ich das dann das ist nicht mehr, ich glaube, den habe ich jetzt nämlich nur noch heute, wenn man gehabt. So, weil läuft halt alles über diese Umschulung, in der ich bin. Und da müsste ich dann halt angeben, ja, ich komme von dieser Umschulung und schon Rabatt, 30% oder so, glaube ich. Das müsste ich nämlich selber auch mal machen. Weil allein wenn ich mich bei dem Donald da absetze, dann mach da muss auch komplett alles revidieren. Ja, Aquaristik müsst ihr sogar noch heben, aber ansonsten fällt mir nicht. Ich glaube, das wäre gelb. Ja, aber an sich genau, man schickt sowas normalerweise. Ich wollte jetzt nochmal hier zu. Was sollst du jetzt wieder machen? Das Tisch hier öffnen? Erstens Spezialschlüssel, zweitens ist es offen aus der Kette. Ja, beziehungsweise dann wird es richtig teuer. Wo ich mal bei YouTube mal geguckt habe, bei der Gabel, und von der Erklärung her war das ziemlich nachvollziehbar. Boah.
Behandlungsraum 1, bitte. Ah? Behandlungsraum 1 heute. Behandlungsraum 1. Hm. War denn mit deinem Hund noch heute hier? Jo. Hat er gemerkt. Nein, das wäre super, ey. Dann wünsche ich mein Leo mal alles Gute, war hier. Feste Daumen drücken, ja, hier, Alter. Prüfung, Donnerstag, Freitag, nee. Mittwoch, Donnerstag. Nee, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Prüfung. Und wo musst du da hin? Na, Bernau. Nach Bernau? Mhm. Oh Gott, 2 Stunden hinfahren. JWD, ganz weit draußen. Mhm. Schauen wir ja nicht mehr das sehen. So, einmal neu gedreht, dann knapp Zug ab, bumm, neu. Ach Mann. Tja, Wolfgang. Lebst du noch? Ja, ja. Ein bisschen länger hier heute. Naja, der Leon. Was will man machen? Ja, ja. Mit den Kindern. So sind sie, oder? Ja, ja, ihr kennt das. Die folgt mal vor euch. Kennst du, wa? Man hat nur Eier mit Kindern. Kinder und Rentner. Rentner haben viel Stress. Ja. Weil sie haben viel Zeit. Ich nehme ja die Zeit. Wenn ich Lust habe, sage ich euch, jetzt hat jeder Zeit. Dann einfach. Da kommt jetzt hier irgendwie gerade rein. Ja, muss. Für die Schule. Schule ist teuer. Aber gut, ist teuer, aber gut. Kann man nichts sagen. Sind hier Vatikan? 10 Euro, oder? 10 Euro, Vatikan bestimmt. Ja. Nee, Slowenien. Oh! 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 Der hält aber lange. Oh! Was? Die Hupe. Der hat aber eine extrem lange Hupe. So! Feierabend! Noch einen Schluck auf den Feierabend. Prost, liebe Leute! Macht Feierabend, ihr auch? Ja, ich gehe auch langsam. Nächste Rolle ist eine neue. Genau, achso, ich könnte ja hier noch die Luft rauslassen. Soll ich aus dem Reifen noch die Luft rauslassen? Also letzter Akt, ich lasse Luft raus. Ich lasse Luft ab. Achtung. Das wurde, wo ist draußen durch die Straßenlaterne? Nein, die Karte. Dann hast du nicht mehr zu machen. Kann ich drüben schlafen? Ja. Ich kann ja nur bei Licht schlafen. Ja? Nee. Ich schlafe überall. Da kann da einer morgen anschließen kommen. Ich schlaf überall. Ich auch. Der muss neu. Ja, ich schluck Trick. So, das mache ich aber morgen und wir sehen uns. Bis dann, macht's gut. Ciao, sagt Tommy und der Wolfgang auch. Jawohl, ciao, bis morgen irgendwann. Bis morgen irgendwann. Ciao.